Und wir sollten auch reingucken mit so einem Penetrometer, wie tief kann denn meine Wurzel überhaupt runtergehen? Und das ist in Trockenjahren natürlich besonders wichtig. Und falls dann das Grünland wirklich so dicht lagernd ist, das sieht man mit dem Penetrometer, wenn man das normale Bodenteleskop nimmt, dann kann man ja mit Gewalt ein bisschen reindrücken und dann sieht man, ach, der Boden ist durchwurzelbar. Und wenn das Penetrometer, wir haben hier die dünne Spitze drauf, so im grünen Bereich ist, kann der Boden durchwurzelt werden, geht es ins Gelbe. Dann heißt, ab dem Zeitpunkt unter 70% nutzbarer Feldkapazität kommt da keine Wurzel mehr rein. Und wenn wir mal den Bodenstich auf dem Grünland machen, dann haben wir ja meistens oft so die 15, 18 Zentimeter, die gut durchwurzelt sind. Aber wir könnten eigentlich 30. Und dann müssen wir auch sagen, okay, in solchen Jahren wie in dem Jahr, bei uns in Franken ist so, ne, wenn es trocken wird, werden die oberen 15 Zentimeter schneller trocken als die unteren. Jetzt haben wir aber im Unterboden gar keine Wurzeln, weil die Pflanze nicht in der Lage ist, darunter zu wurzeln. Oder ich habe keine Helferpflanzen wie ein Rotklee, der auch Stück für Stück den Boden nach unten aufarbeitet. Dann nutze ich einfach nur in kritischen Jahren 50% meines Potenzials von der Qualität und vom Ertrag her. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass man da mal schaut, wo das liegen kann. Und hier nur mal nochmal so ein Beispiel mit dem Kalium-Natrium-Verhältnis. Wenn man das natürlich auffüllen würde mit Kali, dann gehen auch die Kalimengen im Futter hoch. Machen wir das aber entsprechend mit einem Kainit, dann sehen wir, okay, die Werte sinken sogar. Hängt einfach damit zusammen, dass über das Kalium und Natrium in der Pflanze natürlich auch ganz andere Möglichkeiten sind, das Kali in Kohlenhydrate und Zucker umzubauen. Und gleichzeitig ist vielleicht auch noch gut zu verstehen, wer so meine Haarfarbe hat und das Alter, der weiß, früher war das ja auch so, dass man auch zu Zuckerrüben Kainit gedüngt hat. Und der Grund, den man damals fand, ist, dass die Rüben länger frisch bleiben. Das hängt damit zusammen, dass ein Natrium-Ion dreimal so viel Wasser speichern kann wie ein Kali-Ion. Und auch deswegen ist die Frage, wie wir mit dem Nährstoff umgehen. Und hier haben wir einen Landwirt, bei dem haben wir einen Versuch gemacht. Da waren dann eben auch das Thema, wir haben die Schwefeldüngung gegeben, wir haben das normale Kali gegeben, da haben wir das Kainit gegeben und dann stand da so davor und hat gesagt, das glaube ich euch nicht. Ihr habt da was anders rein. Das kann doch nicht von dem bisschen Kali und Schwefel und Natrium kommen. Aber das sind immer natürlich so schöne Versuche, wo man es zeigen kann.